Wir sollten gut ausstaffiert sein und damit gehen wir die nächste Mission bei Willis an. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Ich will den Honigdachs immer noch. Oh, er hat's reingeschafft. Na du? Wo ist Willis? Vielleicht wieder im Flugzeug. Hey. Stört dich nicht, ne? AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist er. Mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Aber wolltest du nicht Yuma und Pagan stürzen? Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken. Die werde ich noch brauchen. Wie das geht? Oh Mann. Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht. Noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Warum? Wir wissen doch jetzt in Anführungszeichen alles. Tod von oben. Das ist sehr schön. Das mache ich sehr gerne. Akash-Tempel. In fast 8 Kilometern Höhe. Wir fliegen auch mit dem Wingsuit wieder raus. Am Ende der Mission. Gerne mal nach hinten gucken. Wie verlassen? Wir landen noch gerade da, wo wir hin müssen. Oder auch nicht. Das war knapp. Schneid ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Yuma wird die Botschaft verstehen. Willis out. Nutzt seine Kamera, um Yumas Stellvertreter zu identifizieren. Mach einfach alles tot. Funktioniert doch bestimmt wieder eh nicht. So, hier, Kamera benutzt, das reicht. Ganz schön kalt hier oben. Ja, guck mal hier, benutzt, so. Ich mach einfach alle tot. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst ein Messer nehmen. Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen sie die Leiche intakt? Oh, ich will dich nicht anlügen. Aber warum messern, wenn ein Pfeil doch kleinere Wunden oder Schäden an der Leiche misst? Zufügt. Oh, war das der Wichtige? Oh nein, da kommt ein Hund an. Warum hält er so viele Schüsse aus? Der Hund kommt an. Kommen die denn alle her? Von hinten. Klingt wie eine Grille. Hoffentlich kommt der Stellvertreter nicht an. Das sieht bestimmt ganz anders aus, der Herr Stellvertreter.
haben wir ihn nicht niedergenagelt, den Stellvertreter. Der Hund ist nicht mehr da. Schweinekalt muss das hier sein. Wir brauchen gerade keinen Köder, deswegen lasse ich den so. Der Typ ist doch eh nicht hier draußen. Als ob sich der Stellvertreter hier draußen rumtreiben würde. In der Kälte. Nee, niemals. Freilassen. Oh, ist das Ding auf dem? Nee. Aua. Das war nicht nett. Wer war das? Oh, ich wollte ihn noch befreien. Ich bin zu geizig, eine Spritze einzusetzen. Ist hoffentlich nicht der Stellvertreter. Aua, eine Munitionskiste. Warum greift er uns an? Wir wollten ihn befreien. Das ist voll fies. Er rennt uns immer noch hinterher. Geh weg. Ja. Wie hieß die Mission? Tod von oben, oder? Vielleicht kommt er ja raus. Der Bär ist gerade. Der zerfetzt den Stellvertreter. Mach ein Foto. Ja, der Bär darf den zerfetzen, aber wir dürfen ihn nicht aufschießen. Ich hab ihn. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Es war leicht gelogen. Der Bär hat ihn. Cool. Viel zu viele Medkits verballert. Da bitte mal weggehen, ich will ihn nicht umbringen. Scheiße. Au, Kackdreck, Medkit. Und ich aufs Fass. Hätten das geht schief? Na, no, es ist nicht schief gegangen. Rennt gegen das Explosivfass, weil er nicht. Weil er einfach nur läuft und gar nicht guckt, wo er hinrennt. Hau ab. Ups. Getroffen. Ja, genau, geh weg. Besser ist das. Mann, ey.
Kann man nicht einfach ein Medkit aufsammeln, was hier rumsteht? Was flackert denn hier jedes Mal so? Hier wurde es. Ah ne, ich muss ja wieder die Scheiße anmachen, ne? Wieso hat denn auch keiner von denen ein Medkit dabei? Nein. Jetzt passt die Munition denn nicht mehr, ne? Oh Mann, ey. Jetzt muss ich ja auch noch wieder diese blöde Einstellung ändern. Das ist so doof. Hä? Muss doch einer von denen sein. Jetzt kommt der wieder an. Jetzt habe ich den auch noch markiert, ey. Ach, Bärchen, lass das, du nervst. Geh weg. Mensch, nee, ist gar kein Mensch. Du bist echt doof. Oh, ich aber auch. Es kostet wieder ein Medkit. Geh weg. Geh doch nicht zu dem, wo wir hin müssen. Bin gewillt, das gleich nochmal zu machen. Ach, da liegt er. Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Ah, das kann was werden. Mit so wenig Leben, ich will mich nicht ein. Wo sind die ganzen Gegner? Nutz deinen Wingsuit, um dich in der Luft mit Willis zu treffen. Aber ich sollte doch den Wingsuit benutzen. Schneid ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Juma wird die Botschaft verstehen. Will is out. Ich habe einen Bären zur Hand. Das geht auch. Niemand sieht uns, weil wir ein Schneehund sind, außer der blöde Hund sieht uns. Können wir so weit werfen? Jo. Kommt der Köter jetzt hier an? Noch hat uns keiner gesehen. Das ändert sich schnell. Wie hat er das ausgehalten? Mann, schon wieder ein Medkit. Na, da will ich hoch. Oh, hier ist jemand. Warum brauchen Sie die Leiche intakt? Ja genau, da bestimmt er schon. Kaum gut getroffen, aber tot ist er. Überleg gerade den Bären ernsthaft freizulassen. Und kommt. Und geht. Könnte der Chef sein, der Stellvertreter. Munitionskiste. Dürfen wir ihn abfackeln? Scheiße. Was flackern denn? Es würde da irgendeine Kiste hochgehen.
Ah. Willis, ich hab ihn. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Ja, kann ich gerne machen, aber was nicht so viel erkennen, die könnte jeder anhaben. Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns. Das Foto auch mal angeguckt. Den Abstieg. Ich soll den Wingsuit benutzen, um mich mit Willis zu treffen, aber ja, Darf ich nur von da unten starten und nicht von da oben, wo ich vorhin war? Ich sehe keine Zielmarkierung. Da hinten? Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auch ohne Markierung. Okay. Kommst du jetzt, guter Blümchen? Ich mach's so schnell ich kann, Willis. Mit der Koordination ist manchmal nicht so einfach. Braucht man nicht mehr. Wir müssen dem aus dem Weg gehen. Frag dich bloß wie. Ich könnte es auch abknallen, aber nee. Ich denke, das wäre gut getarnt, das Tierchen. Ich seh dich, brauchst gar nicht so hinhocken. Weh, du greifst uns an. Stimmt, wir sind ja durch die Schluchten beim letzten Mal geflogen. Habe ich auch vorhin angemerkt, dass wir dann schön nach Hause fliegen. Granatwerfer! Würde ich gerne benutzen. Hui! Immer kriegen wir Aufwind. Niemand will uns treffen. Da rein? Nee, ist Quatsch. Gefängniszellen. Was auf den Brücken los ist. Nein, ein Adler. Links oder rechts? In Service war nach rechts, in Far Cry eher nach links, aber ich bleib meiner Linie treu. Hier ist außerdem eine Brücke. Nee, es sind Geld unten. Schön Heli. Oh, nicht in den Rotor. Ich bin fest. Müssen wir gefühlt höher. Ja, viel höher. Wäre schon doof, wenn die uns treffen würden. Sollten wir etwas rumwackeln, ansonsten treffen die uns noch eher. Ich fliege wieder rechts. Jetzt sind wir eine ganze Ecke höher als vorhin, obwohl ich nichts anderes mache. Vielleicht segeln wir jetzt auch über den Helikopter. Das ist cool. Einfach mal so aus dem Himalaya rausfliegen. Wir fliegen eindeutig über den Heli. Schon beeindruckend und einfach nur cool. Oh oh. Aber wir müssen in Höhe verlieren. Und nach rechts. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir das damals auch mehrmals machen mussten. Dass wir jetzt den Granatwerfer nicht nehmen können. Na gut.
Wir brauchen beide Flügel. Boah, die haben wirklich getroffen, die Saftsäcke. Cool, ey. Freut mich für sie irgendwie ein bisschen. Der erste Schuss war ja total daneben. Mit der Maschinenpistole wäre es viel einfacher. Jetzt sind wir gefühlt noch viel höher als beim letzten Versuch. Krass. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Aber nichts anderes gemacht im Vergleich zum ersten Versuch und viel, viel höher unterwegs. Im Vorbeifliegen etwas Schnee mitnehmen. Das wär's. Ich verliere schon mal in Höhe, sonst wird das dann wieder zu extrem. Da hinten ist Wallace. Cool, wie wir einfach zu ihm fliegen. Und dass der überhaupt hier eine Landebahn findet. Das war jetzt zu cool machen. Ein 3-Punkt. Nee, Telemark. Na gut, alle guten Dinge sind 4. Ich würde es ganz knapp mit wir zünden und landen sofort machen, und das ging gehörig schief. Die Raketen. Oh, nur 3 Schüsse abgegeben. Vierter. Hinter uns explodiert. Ich habe das Gefühl, wir kommen mit jedem Versuch noch höher. Irgendwann fliegen wir über dem da. Die machen es richtig. Die schießen auf uns, aber sie treffen halt null. Jetzt sind wir über dieser Spitze schon. Klingt so, als würde eine Lawine losgetreten werden. Wie sich hier Sachen einfach verändern. Und sei nicht raus und sei nett zu uns, ja? Beides wäre schön. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Parkan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Und so kennen wir Willis. Ich mag ihn trotzdem. Hi. Ich habe eure Zellen vorhin schon gesehen. Ach, wie unnett. Akt 2 beendet. Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul?
Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen. Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich. Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Wunderschön. Ein bisschen kalt. Und als allerletzten Rat noch. Ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Ich würde mir was anderes anziehen. Wie du willst, Liebes. Nicht so einen Anzug hier oben tragen. Ach, der bleibt bei uns. Ist ja nett. Da fliegst du gleich runter. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Ich hasse diese Drogenspielchen. AJ. Bah, sieht aus. Drogen sind nicht ein gut. Falltraum? Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Nicht nach unten sehen. Wo ist unser Wingsuit? Soll ich mal probieren? Wenn ich doch mal die Zeit zurückdrehen könnte. Bis zu meiner Kindheit. Schon komisch, dass hier offen ist, oder? Ein Roter ist hier gefangen, das Durgesh-Gefängnis auf 7559 Metern. Wenn ich eine Spinne wäre, dann könnte ich mich abseilen. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Oh, sie kriecht unter deine Haut und legt dort ihre Eier ab, bis sie schlüpfen. Ich hasse Spinnen. Sie sehen alles. Aber wenn ich eine wäre... Dann könnte ich runterklettern. Viel Arm. Hat irgendwelche kranken Pläne mit uns. Viel Arm ist nicht mehr dran. Medkit, das wär's. Heute Macht. Heute Nacht. Ja, ich und ich haben einen Weg gefunden, den Berg hinunter zu klettern. Wir müssen nur einen Kletterhaken auftreiben, damit wir uns von der Kante runterlassen können. Ich spüre, dass ich nicht mehr lange durchhalte. Wir müssen es heute Nacht tun, bevor uns dieser Ort zerstört. Wir warten, bis es Nacht ist und hoffen, dass wir an den Dämonen dort in den Gängen vorbeischleichen können. Das muss schweinekalt hier sein und bestimmt hat man hier keine gute Jacke oder generell Klamotten an. Die Leute werden hier runtergetrieben. Diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalilak. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Gutes Gelingen. Die Mauern sind dünn. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Sie kommen durch die Mauern. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Wenn sie dich hören, kommen sie. Aganin hat doch was zu verbergen. Du schaffst das. Immer weitermachen. Viel Erfolg. Vogelesser. Der Käfig hat keine verschlossene Tür, doch die Rakshasa warten auf dich. Das Spinnengift brennt stärker, wenn sie in der Nähe sind. Flüchte nicht aus dem Käfig, kleiner Vogel. Sei ganz unauffällig, wenn es sein muss. Und blicke nicht nach unten. Nein! Könnt ihr ihn nicht sehen? Helft mir! Helft mir doch bitte!
Na, dann sage ich einfach mal Augen zu und durch. Wenn ich mal ein Bett hat, mein... Das ist das Bett. Okay. Ah, ist auch ein Gefängnis. Hm. Kletterhaken. Kletterhaken. Hier kommt man nur zum Runterklettern. Der Haken ist irgendwo da hinten. Wir müssen irgendwie da hin. Hier kommt man bloß einbahnstraßenmäßig hier hin. Vielleicht haben wir ja doch einen Wingsuit. Die Nacht geht gar nicht vorbei. Wie kam man hier nochmal raus? Hm, womöglich so. Haben wir ein Messer? Können wir erwürgen? Der ist eh nicht echt. Rakshasa. Ich glaube, wir dürfen uns nicht entdecken lassen. Nee, nee, nee. Können wir wieder rennen? Nein, verbrauche ich gerade unsere Blätter? Wir haben ja unsere komplette Kleidung noch an. Du Scheißvieh, wir haben gar nicht unser Messer dabei. Aber die Klamotte haben wir ja an. Ich glaube, wir haben ihn abgehangen. Na, vielleicht auch nicht. Nein. Ich wollte mich ja eigentlich in Ruhe umsehen. Nein. Gib her. Boah. Hier oben hängt Seilgeschichte. Hier geht's bestimmt nicht weiter, hier geht's bloß zurück. Spinnengift war das, na super. Ich würde gern zerdeppern. Mist! Jetzt wieder zurück. Ist aber dunkel. Ja, klar. Da geht's nicht lang. Oh Mann. Voll die Schikane. Oh Mann. Da war noch kein Seil. Vor Jahren. Mapaga, mein König. Nett. Ich hätte alles für ihn getan. Doch deine Mutter führte ihn in die Irre. Ich wollte ihn warnen, aber er hörte nicht. Und seine Liebe zu Ishwari hat ihn schließlich zerstört. Mit Spinnengift verseucht. Steine haben wir also auch, okay. Handschuhe haben wir auch an.
Wir haben Steine, Handschuhe, aber kein Messer, kein Kletterhaken, keine Waffen. Wäre doof, wenn die die gelassen hätten, aber... Ja. Wir müssen genau dahin. Gehen wir dahinter. Hat er Gulliver gesagt? Oh. Gar nie wahr. Ups. Oh, nö. Ah, Rennen ist drin. Sehr schön. Gehen wir einfach mal den Kreis. Oder auch nicht. Wieso haben wir denn nichts zum Umbringen? Wie unfair. Weh, der schneidet uns den Weg hier vorne ab. Ne, der ist hinter uns. Seil, komm mit. Hier ist kein Seil. Hier ist bestimmt eins. Boah, sieht schon cool aus. Richtig cool. Gib mal her, das brauchst du gar nicht mehr. Eindeutig ein langes Seil, gib das her. Das war jetzt nicht so nett. War das laut? Ja, das wird halten, AJ, das wird halten. weh, du kostest noch ein Medkit. Nein. Lass das. Fleisch, das ist gut. So, dann ganz vorne links. Jesse. War nicht schön. Wir gehen wieder. Das nennen die Vollpension. So. Oha. Oha. Oh. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals. Oh, oh, das tut doch weh. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Kyrat. Okay, und warst du schon mal in Shangri-La? Wir waren da schon dreimal. So, runterrutschen. Jawoll. Das ist der, der abgehauen ist, oder? Da hat er keine Ausrüstung dabei. Ein längeres Seil. Oh, das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Uah. Boah. Noch ein Kletterhaken. Versuchler. Versuchler. Ob sie von uns beeindruckt sind, wie wir es hier rausgeschafft haben. Nett, wie uns der Weg... Ah, hier ist irgendwas Herzpochendes. Dass der Weg gewiesen wird. Das war zu wenig Schwung. Uiuiuiui.
wir das noch 7 Kilometer und 200 Meter lang machen müssen. Keine gute Nacht. Hey! Na gut, dann müssen wir nicht auf 0 runter, ist ja Quatsch. Ein paar Kilometer sind es trotzdem. Na, ist dir warm? Abreise verschieben. Wir müssen unseren Abstieg verschieben. Die Wärter haben mein Werkzeug gefunden und mitgenommen. Es muss jetzt in der Waffenkammer sein. Unter dem eingestürzten Glockenturm. Die lassen sie nie aus den Augen. Nicht mal eine Minute. Wir wären leichte Beute, wenn wir ohne unsere Waffen fliehen. Tja, ist ja eingeschlafen. Arbeiter. Die verraten uns hoffentlich nicht, oder? Werden Messer? Nee. Entkomme aus dem Gefangenenlager. Ja, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.